Hallo Leute, heute machen wir ein Rührei, was ohne Ei auskommt und ich verspreche euch, es wird trotzdem Nicht-Veganer überzeugen. Ich habe die Empfehlung von einer lieben Freundin bekommen, die hat gesagt, Mensch, die Leute mögen manchmal nicht, was ich an veganen Sachen mache, aber dieses Rührei, das hat noch jeder gemocht. Da habe ich natürlich gesagt, Mensch, das muss ich euch zeigen. Ich habe es schon ausprobiert, ist echt total lecker. Was man dafür braucht, ist einmal normaler Tofu, ihr kennt ihn, den festen, und einmal Seidentofu. Wir nehmen eine Mischung aus beiden, zu gleichen Teilen. Der Seidentofu macht das Ganze saftiger. Das ist halt eine viel feinere Form von Tofu, die man auch für Cremes und so weiter einsetzen kann. Wir nehmen es hier fürs Rührei und deswegen haben wir das. Ansonsten kommt da rein in unseren Rührtofu, was ihr eigentlich mögt. Ich nehme eine Zwiebel, eine Frühlingszwiebel, etwas Rosmarin, eine Tomate habe ich mir ausgesucht, so ein bisschen, um das schön zu machen. Und hier, dies ist eine ganz wichtige Zutat. Das ist ein ganz besonderes Salz. Kalanamak-Salz, was ein natürliches Schwefelaroma hat. Und dieses Salz, das verleiht unserem gerührtem Tofu den Geschmack ein bisschen im Abgang wie von einem echten Ei, weil ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal früher Ei gegessen habt, als ihr noch nicht wusstet, was mit den kleinen Küken passiert, zum Beispiel, wenn die Legehennen ausgewählt werden. Männliche Küken werden ja einfach so nach der Geburt geschreddert, weil man braucht in der Eierproduktion ja nur weibliche Hühner, die eben die Eier legen. Und die Männchen werden geschreddert, die weiblichen legen Eier am laufenden Band, total unnatürlich, extrem viele. Und wenn sie nicht mehr gebraucht werden, landen sie als Suppenhuhn. Deswegen finde ich, dass dieses Salz auch eine gute Alternative ist zu echtem Ei. Wir legen los. Und zwar ist dieser Tofu eben sehr feucht. Und deswegen gebe ich den erst einmal ins Sieb und ich zermatsche ihn. Das ist eine bisschen eklige Angelegenheit. Ja, ihr seht es. So. Ihr könnt das auch vorbereiten, wenn ihr das jetzt nicht wie ich live on tape macht. So, wo kommt es jetzt hin? Da hin. Zack. Jetzt muss ich mir die Hand abspülen. So. Und jetzt kommt noch der normale Tofu dazu. Auch den bröseln wir. Das ist quasi nur zur Vorbereitung. Den könnt ihr auch direkt in die Pfanne bröseln. Und ihr seht, das hat eine ganz schöne, feinkörnige Konsistenz. Wichtig ist halt, finde ich, dass man die Mischung nimmt aus Seidentofu und dem festen Tofu, weil es dann doch deutlich saftiger wird. Sonst habt ihr halt so ein trockenes Tofu-Rührei. Mich würde mal interessieren, habt ihr vielleicht vegane Rührei-Rezepte, wo ihr sagt, Mensch, die sind total klasse, bitte schreibt das in die Kommentare, weil ich bin natürlich auch immer auf der Suche nach Verbesserung. Wir starten mit der Zwiebel. Die lassen wir kurz in der Pfanne ein bisschen anbraten. Das gibt dem Rührei auch nochmal Geschmack. Und rein damit. Eine kleine Zwiebel genügt, meiner Meinung nach. Ein Rosmarinzweig auch, der gehört auch dazu. Und jetzt kommt noch eine Frühlingszwiebel, die machen wir vorher ein bisschen kleiner. Das ist mir fast zu viel an Frühlingszwiebel. Ich weiß noch nicht, ob ich die ganz verwenden werde. Sonst haben wir nur ein Zwiebelei. Aber Frühlingszwiebel gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall dazu. Wir nehmen nachher noch das Grüne. Was ist denn da hinten bei uns im Wohnzimmer? Ich höre nur krack, 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 krack. Schmusi hat wieder Hunger. Was? Bei uns kriegen nämlich unsere Katzen nicht zu fressen. Sie müssen Karton fressen. Nein, Schatz, beiseite, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum sie Karton frisst. Sie hat gerade noch gefrühstückt. Aber jetzt hat sie irgendwie mal Hunger auf was Deftiges, glaube ich. Sitzen eure Katzen auch irgendwie lieber in Kartons als in extra gekauften Katzenbetten? Wir können kaufen, was wir wollen, schöne Katzenbetten und so weiter.
Unsere Katzen stürzen sich auf jeden Karton, der bei uns ankommt und nehmen den sofort in Beschlag. So, und jetzt geben wir alles dazu. Und jetzt lassen wir das Ganze schön anbraten, während wir unsere anderen Zutaten noch weiter vorbereiten. Das kann ruhig auf einer hohen Stufe sein, weil wir möchten ja, dass auch ein bisschen der Flüssigkeit verdampft. Zum Beispiel kann jetzt schon unsere Frühlingszwiebel hier zum Einsatz kommen. Schnittlauch schmeckt auch hervorragend dazu. Ein paar grüne Stütze. Und so, jetzt unser Salz. Ich nehme ungefähr so einen Teelöffel davon. Aber auch hier gilt, ihr könnt das nach Belieben dosieren. Also wer es gerne intensiver hat, ich empfehle euch am Anfang vorsichtig zu gucken, ob es euer Geschmack trifft. Und wenn ja, beim nächsten Mal mehr nehmen. Auch bei den Zutaten, die ihr ins Rührei gebt, das muss echt das sein, was ihr sagt, doch Mensch, das finde ich total lecker. Was wir noch da reingeben, ist Kurkuma. Ich habe hier eine Gewürzmischung, die hatte ich noch im Schrank, da ist auch Kurkuma drin. Man kann auch Kurkuma pur geben. Und das ist einfach, ihr seht, wir geben dem Ganzen jetzt noch mal ein bisschen Farbe. Und Kurkuma wählen wir eben aus, weil das eine besonders schöne gelbe Farbe hat. Jetzt vermischen wir alles. Und dann wird nämlich euer Rührtofu auch nicht mehr so blass sein, sondern gelblicher. Wie gesagt, das sieht man jetzt hier nicht richtig, weil ich eine Gewürzmischung habe, wo auch Koriander und so drin ist. So, das Ganze darf jetzt gut und gerne, würde ich mal sagen, bis zu 10 Minuten hier vor sich hin kochen, damit das Wasser eben auch verloren geht. Aber ich würde dabei bleiben, weil es soll auch nicht anbrennen. Ich mache noch das Tomätchen fertig. Ich finde, Tomaten eignen sich im Rührtofu immer total gut, weil die eben so eine gewisse frische Note mit reinbringen. Ihr könnt die auch später frisch dazugeben, das schmeckt auch sehr, sehr, sehr gut. So. Und wie wäre es denn noch, ich sehe das gerade, es lacht mich hier an, mit etwas Basilikum. Das nehmen wir aber erst nachher, wenn es etwas alles etwas näher am Fertigsein ist. So. Ne, ihr seht, es ist noch sehr feucht. Man kann es auch jetzt schon essen. Es schmeckt schon. Ich lasse gerne noch etwas von dem Wasser. Die Feuchtigkeit ist mir ja wichtig. Aber es soll auch nicht zu matschig sein. Deswegen lasse ich noch gerne etwas Wasser verdampfen. Ich würde sagen, noch so ein paar Minütchen und dann ist es schon fertig. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr euch vegan ernährt, was ihr so für Erfahrungen macht. Wenn ihr mit Leuten esst und sagt, Mensch, ich esse Rührtofu anstatt Rührei. Oder wenn ihr das euren Gästen serviert. Oder falls ihr jemanden in eurer Familie habt, der sagt, Mensch, ich ernähre mich vegan. Was macht ihr für den? Ist das zum Beispiel ein Rezept, was euch gefällt? Das würde mich wirklich mal interessieren.